ist das schön am heimischen Gewässer. Die Beißlaune ist heute perfekt von den Fischen. Super, da ist schon wieder einer. So, Flori, kommst du endlich? Super, ich hab's Essen gleich parat. Kannst dich da hinten positionieren, dann können wir was essen, ist okay? So, Flori, jetzt gibt's was Leckeres zum Essen. Schau mal. Tipptopp, hä? Was? Die Wurst? Ja, das reicht doch, oder nicht? Ja, merci. Ich würde sagen, ich hab mir ein wunderbares Stück Fleisch geholt. So, dann geht's los. Hast du die Teller dabei? Ja, die habe ich gerade, die anderen. Ja, da holt sie. Wunderbar, mein Mensch, sehr gottlose Nola, hier im Brühe wieder für Unanstalten. Hey, das ist ja der Sirin. Doc. Salü. Salü, wie geht's? Wo und du? Ja, fantastisch. Was macht ihr hier im Brühe? Ein bisschen das schöne Wetter geniessen. Sugar Mama, Sugar Mama. Sugar Mama. Ein bisschen chillen, was essen. Willst du auch was? Oh ja, dann nehme ich das schon ab, wenn der Trost nicht durch ist. Ja, das ist okay, kannst du vom Flori die Wurst haben, der hat sowieso genug. Sag, ich habe keine Sagenjährige, der so völlig Interesse an Ingem Neubau hier. Natürlich. Ja, dann werden wir jetzt gerade da sein, dann gehen wir doch auf die Bergstation. Okay, machen wir das. Finde ich eine fantastische Idee. Gut, dann kommen wir. So, Cyril, jetzt sind wir da bei der Bergstation hinten. Erzähl mal, wie ist es so gelaufen? Mo, ist eigentlich alles zusammen im Zeitplan gelaufen. Und letzte Woche habe ich gesehen, haben sie unten das Seil zusammengedreht. Was ist das genau? Ich das ist schon so, die haben jetzt eigentlich die letzte Zeit, wenn ihr das letzte Mal da gesehen habt, die Stütze alle nicht geflogen. Auf das hin haben sie noch die Stütze und die Rollenbatterie alle zusammen ausgerichtet, fix installiert. Dann haben sie ein Seil abgeliefert, also wir sagen, die Bergstation ist eigentlich zeitgleich heute gemacht, aufgestellt. Ist in zwei Wochen ist die gestanden, zwei bis drei Wochen. Haben sie das Seil abgeliefert, zuerst mit einem Vorseil eigentlich gezogen und dann das Originalseil dann angezogen. Und das, was ihr unten gesehen habt, da haben sie nachher das Seil zusammengespleist. Das heisst, wir haben ein umläufendes Seil jetzt. Okay, muss mich vielleicht korrigieren, ich weiß nicht genau, aber das ist ja ein Bügellift. Wann kommen die Bügel? Also die Bügler, die kommen so in zwei bis drei Wochen. Aber es sind eher grössere Bickler, also ich muss dich korrigieren. Es sind leider keine Bickler, es sind Sechser-Sessler. Man hat sich entschieden für halb Hübe und halb Bikeclips. Okay. Weil wir im Sommer eben jeder Downhill-Sport und das auch aktuell haben, sodass jeder Fahrgast zum Geschmack kommt. Wir waren vor einem Monat ausstands für bei der Werksprüfung. Das heisst, die installieren da komplett installieren im Werk. Und nachher auf Herz und Nieren testen. Und dann waren wir eigentlich vom technischen Dienst mal einen Tag da uns für einen Kurs auf der neuen D-Line. Okay, macht auch Sinn. Ja. Zu machen, ja. Und los geht's wann? Wann kann ich endlich mit den Skiern nach oben? Am 17. Dezember kannst du deine Ski bringen. Top. Wunderbar. Ja, ich denke, wir gehen was essen. Ist ja alles bereit. Für dich müssen wir schauen, ob es was gibt. Und dann bedanke ich mich schon mal für das Interview. Toll gewesen. Merci.